Auf der Suche nach einem ehemaligen Munitionsdepot verschlug es uns wieder in die Tiefen des Waldes. V2-Raketen wurden während des Zweiten Weltkrieges hier gebaut und gelagert. Von der Bevölkerung wusste niemand etwas. Das Gelände existiert auch heute noch. Doch wie mag es nach all den Jahren dort aussehen? So, wie ihr seht, sind wir wieder im Wald, tief im Wald, auf der Suche nach einem ehemaligen V2-Testgelände. Wir haben den Tipp von einem User bekommen und ja, sind gespannt, ob wir hier irgendwie noch was Interessantes entdecken. Wie ihr seht, haben wir schon so ein bisschen Militärüberbleibsel gefunden und gehen deshalb ganz stark davon aus, dass hier auch noch irgendwie was Interessantes zu finden sein wird. Ja, eine alte Tasse. So, wir sind jetzt seit knapp 2 Stunden unterwegs und haben bis jetzt noch nicht viel Spannendes entdecken können. Ein paar Militärüberbleibsel halt, aber sonst keinerlei Gebäude etc. pp. Wir gucken trotzdem weiter. Christoph hat was entdeckt. Ein altes Fass. Nicht spektakulär, aber optisch hat es doch was. So, jetzt gab es den ersten Munitionsfund. Sieht wieder aus wie irgendwie Panzerabwehrraketen. Da muss man wirklich extremst aufpassen. So, also mittlerweile konnten wir doch die ersten spannenden Sachen jetzt finden. Es ist natürlich wieder nicht ganz ungefährlich. Aber der Jäger hat einen Hochsitzsicht, den komischerweise. Ja, das ist natürlich extravagant. Also hier liegt teilweise scharfe Munition rum. Aber der Jäger, der hat seinen Hochsitz hier stehen. Der darf hier ballern. Das machen wir gleich. Sieht aber natürlich echt schön aus hier eigentlich. Definitiv. Wachturm war. Na gut, wir sind sehr klein für den Wachturm, aber groß scheint das nicht zu sein. Cool ist es trotzdem. Guck mal, das sind Stege außenrum komplett sogar. Unser erstes Gebäude hier, was wir entdeckt haben. Muss auch ein Wachkontroll von seinen Stegen außenrum ist ja sehr auch. Mit Schild, Gefahrenbereich, betreten verboten. Zuwidrige Handlung werden strafrechtlich verfolgt. Holz kommt schon bereits von der ersten Etage durch. Ja, da gehen wir auch nicht mehr rauf, glaube ich. So, und jetzt haben wir noch ein etwas größeres Gebäude entdeckt. Mal gucken, wie dort der Zustand ist. Oben kann man schon sehen, das Dach ist beschädigt. Das war eigentlich, glaube ich. So, da hängt von Sachen runter. Oh, nur das. Mal. Das ist echt stark. So, ich hoffe, man kann das jetzt hier sehen. Da wurde ein bisschen was in die Steine eingemeißelt. Sehr viele 80er. Massenhaftdaten. Haben wir mal von der Zuschauer geschrieben gekriegt, dass sie es die Russen gemacht haben, um zu verewigen, wann sie hier stationiert gewesen sind damals? Zum Beispiel jetzt hier von 85 bis 86 oder hier 83 bis 85. Könnt ja hinkommen. Ah, zu. So, ich habe jetzt auf jeden Fall einen Eingang in das Gebäude gefunden. Ich werde erstmal die anderen beiden informieren, denn die suchen wahrscheinlich noch vergebens. Das sieht nach einer ganz, ganz spannenden Sache aus. Hier werden wahrscheinlich irgendwie Fahrzeuge untergestanden haben.
Also hier könnt ihr auch noch mal sehen, hier ist noch ein weiterer Eingang. Das ist wirklich cool, zumal das ja auch schon viele, viele Jahre auf dem Buckel hat. Das Gefährliche bleibt natürlich die Munitionsbelastung hier und die scheint hier wirklich immens hoch zu sein. Wenn ihr solche unterwegs seid in solchen Gebieten, seid wirklich vorsichtig. Guckt genau hin, wohin ihr tretet. Diese alte, verrostete Munition ist unberechenbar. Das haben wir leider im Vorfeld nicht gewusst. Wer weiß, ob wir dann auch wirklich hergekommen wären. Das erfährt man leider immer erst dann, wenn man auf dem Gelände ist. Und ja, so sind wir hier und werden uns das auch weiter angucken. In diesen Hallen wurden die V2-Raketen gelagert. Gebaut wurden sie, um die bevorstehende Niederlage des Zweiten Weltkrieges noch zu verhindern. Nach Ende des Krieges wurde das Gelände von der Roten Armee zurückgebaut. Der Kampfmittelräumdienst säuberte im Jahre 2002 mehr als 7 Hektar Forstfläche. Dabei wurden 25 Tonnen Eisenschrott und 1 Tonne Aluminiumschrott geborgen. Das Gelände ist allerdings auch heute noch hochgradig munitionsbelastet. So, das Gebäude wurde nochmal separat eingezäunt. Wir sind jetzt auf dem Gelände des, ja, ich nenne es mal Towers. Wir gehen da jetzt mal in so eine Halle rein. Das Interessante ist, dass das ganze Gelände nochmal separat eingezäunt war. Allerdings war der Zaun an einigen Stellen schon komplett runter. Also auch der wird seine besten Jahre hinter sich haben. Ja, das ist jetzt einfach nur eine Halle. Das ganze Objekt ist schon ziemlich runtergekommen. Ähnelt schon so ein bisschen der Tropfsteinhöhle. Warum man das jetzt nochmal separat eingezäunt hat, ich könnte mir nur vorstellen, dass man Angst hat, dass das Gebäude irgendwann einstürzt. So, hier haben wir Munition gefunden, Munitionsreste. Im Gebäude. Das ist natürlich gefährlich. Zumal es hier tatsächlich Menschen gibt, die hier Paintball, Software etc. spielen. Ja, der Rest des Gebäudes ist relativ unspannend, zum größten Teil entkernt. Deshalb gehen wir jetzt auch mal gleich eine Etage höher. Und habt ihr noch irgendwie was Spannendes entdeckt? Ja, da sind noch ein paar Schallplatten an der Wand. Und ein Schild auf dem Stuhl. Na, wir kommen hier rein. Da links. Ja, das ist ja mega geil. Ja, eines von Karat. Der blaue Planet.
hier Zeitbild von Beine Nakomi, Beine Oleg. Titel Gleichzeit, Raumzeit, Ruhezeit. Vielleicht kennt ihr das. Ja, Verkehrsschild. Warum? Das wurde schon extra so hingestellt zum Fotografieren wahrscheinlich. Wie ihr seht, sind wir jetzt oben auf dem Dach angekommen. Man hat hier einen traumhaften Ausblick in die Wälder oder in den Wald. Es ist sehr, 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 sehr schön. So, das war unsere kleine Tour mal wieder gewesen. Ihr seht, die Sonne geht langsam unter und wir gehen jetzt auch langsam zurück zum Auto. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir fanden den heutigen Tag eigentlich relativ spannend. Wir sind viele Kilometer durch den Wald gelaufen, konnten das ein oder andere dann auch entdecken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer Woche wieder. Macht's gut, bis dann. So, wir sind doch noch nicht ganz am Ende. Christoph hat hier auf dem Rückweg noch ein, ja, könnte ein Bunker sein, ne? Ja. Auf jeden Fall einen Eingang gefunden. Und natürlich müssen wir auch dort noch mal fix rein. So, ich gebe dir die Kamera mal runter, ne? Da war ein Schloss vor gewesen, ne? Ja, hier. Mannschaftsbunker, ne? Ja. Ich auch mal sagen, oder? Ja. Hm. Hier war ein anderer Eingang wohl. So, und jetzt ist auch wirklich Schluss hier. Also hier lief damals das Lager 70er, 80er, 90er mit dann auch Musik, so, wo man mit dem Discofox, sage ich mal, zu tanzen konnte. Ja, war sonst so damals.